Heute wollen wir uns mit Inventarerweiterung, Stockgröße und warum das Ganze eigentlich relevant für euch sein kann, befassen. Falls euch das Ganze interessiert und ihr ein paar Tipps für Card Market hören wollt, die euch vielleicht voranbringen, dann bleibt doch gern dran. Hallo alle miteinander und willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir uns wie gesagt mit der Inventargröße auf Card Market befassen, der Stockerweiterung zu kleinen Preisen und mit wenig Aufwand und ein wenig Theorie um die ganze Sache herum, warum es eigentlich erstrebenswert sein kann, ein größeres Inventar zu haben. Und wir reden hier jetzt nicht mehr unbedingt von den Wants to, sondern von ein paar anderen Dingen. Aber dazu kommen wir gleich, denn vorher würde ich erstmal noch kurz darauf hinweisen, dass wir so circa 15 Abonnenten vor den 1000 Subs sind. Das heißt, falls euch dieses Video etwas bringt oder ihr hier in letzter Zeit ein paar Videos auf dem Kanal gesehen habt, die euch interessieren, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr drüber nachdenken würdet, ein Abo dazulassen. Das Ganze ist kostenlos, supportet den Kanal und falls ihr die Videos irgendwann nicht mehr interessant findet, könnt ihr mich jederzeit wieder deabonnieren. Ist gar kein Thema. Gut, kommen wir jetzt aber direkt wieder zurück zur Thematik. Und zwar wollen wir erstmal ein wenig über die Inventargröße reden und warum die eigentlich erstrebenswert sein kann. Wir haben uns ja bereits mit dem Wants-Tool befasst, doch ein weiterer Grund, weswegen die Inventargröße interessant sein kann, werde ich euch jetzt zeigen. Wir müssen dafür einmal die Perspektive wechseln. Jetzt sehen wir Card Market. Wenn ihr auf Card Market oben rechts in der Ecke auf diese drei Streifen, die ihr jetzt gerade leider nicht sehen könnt, klickt, dann kommt ihr hier auf die User-Suche. Und wenn ihr in die User-Suche geht, dann seht ihr hier dieses Top-Ranking. Und in dieses Top-Ranking fließt unter anderem natürlich die Inventargröße-Tatsache mit ein. Das bedeutet, desto größer euer Inventar ist, desto höher werdet ihr gerankt. Nicht nur die Inventargröße ist hierfür relevant, aber unter anderem auch. Das bedeutet auch, dass wenn ihr Karten listet, gehen wir jetzt zum Beispiel mal auf die Karte Parallel Exceed auf Card Market. Dann werden wir sehen, dass zum Beispiel Rising Time, da bin ich hier gelistet und Toasty Trades, obwohl er denselben Preis hat, ist über mir gelistet. Das bedeutet, wird nicht so schnell vorgeschlagen wie ich. Ich bin aktuell die Person, die für 35 Cent am ehesten vorgeschlagen wird. Und das liegt daran, dass ich unter all diesen Personen aktuell im Card Market Ranking am weitesten oben stehe. Das wirkt sich auch auf die Positionierung hier an. Ich könnte mich natürlich noch weiter oben positionieren, indem ich den Preis runtersetze. Das möchte ich aber nicht. So bin ich allerdings immerhin unter allen, die die Karte für 35 Cent anbieten, der Erste. Und das kann durchaus für das Wants-Tool relevant sein. So, kommen wir jetzt doch erstmal zu einem Weg, wie man sein Inventar leicht erweitern kann. Und das kann nicht nur für interessante Karten relevant sein, so wie zum Beispiel Parallel Exceed, sondern es kann auch für uninteressante Karten relevant sein. Denn auch die wollt ihr durchaus unter Umständen im Stock haben. Ihr könnt nämlich diesen Stock sowohl nutzen, um das Wants-Tool voll zu machen, ihr könnt diesen Stock aber auch nutzen, um einfach Wachstum zu fördern, um im Card-Market-Ranking höher gelistet zu werden, etc., etc., etc. Und hier haben wir direkt ein perfektes Beispiel. Wir haben einen privaten Nutzer aus Deutschland, der Karten für 2 Cent anbietet. Und das ist eine Sache, wo ich häufig schon drüber geredet habe, die ich eher nicht empfehlen würde. Was ihr jetzt also machen könnt, ihr könnt in diese Suche hier gehen und könnt sagen, ihr wollt einen Maximalpreis von 2 Cent angezeigt bekommen. Jetzt seht ihr nur noch alle Karten, die ihr für 2 Cent habt. Das sind jetzt nicht sonderlich viele. Demzufolge nach ist dieser User nicht das beste Beispiel. Aber ich werde ihn jetzt trotzdem als Beispiel nutzen. Es gibt viele User, die etliche Karten zu diesem Preis drin haben. Hunderte, wenn nicht sogar Tausende. Wir wollen jetzt noch schauen, dass die Karten alle Nirmins sind. Und auch jetzt haben wir halt nur noch 4 Karten zur Auswahl und dann ein paar davon als Playset. Nichts Relevantes, aber sagen wir mal, dieser User hätte jetzt einige 100 Karten. So gibt es eine Funktion von Card Market, all diese Karten direkt in seinen Einkaufswagen zu befördern. Wir klicken dafür einfach nur auf diesen einen Haken hier und das wird automatisch alle Karten in maximaler Anzahl markieren für diese eine Seite. Maximal 30 würden angezeigt werden und dann könnt ihr hier auf den Einkaufswagen klicken und schon sind alle in euren Einkaufswagen rüber transferiert worden. Das macht ihr jetzt mit allen Seiten so lange, bis ihr alle Karten für 2 Cent im Inventar habt und nun könnt ihr diese Karten kaufen. Ihr bezahlt insgesamt für eine Stockerweiterung von gerade 8 Karten 2,62, was jetzt auf dieser Menge natürlich keinen Sinn macht. Aber sagen wir mal, wir rechnen das hoch und rechnen das Ganze auf 1000 Karten, für die ihr 2 Cent bezahlt plus irgendwie 5,99 € oder sogar 10 € Versandkosten. Dann kommt ihr auf einen wesentlich niedrigeren
Kostenfaktor, sodass ihr meistens insgesamt pro Kamin, wenn man die Versandkosten da noch drüber rechnet, zwischen 2 und 4 Cent bezahlen würdet. Und diese 2 bis 4 Cent können sich durchaus lohnen. Denn wenn wir jetzt sogar einen gewerblichen Account haben und einen Inserat-Account nutzen, so können wir auf CardMarket direkt eine Transaktion dieser Bestellung auf den Import-Account setzen können, mit Hilfe eines anderen Tutorials, das ich hier oben verlinken werde, wie man nämlich Preise in Gruppen aktualisiert, alle Preise einfach auf unseren gewünschten Mindestpreis von 35 Cent beispielsweise hochsetzen und können sie direkt wieder auf unseren Haupt-Account rüber transferieren, sobald die Karten angekommen sind. Das bedeutet, nur fürs Listen alleine haben wir jetzt keine 5 Minuten gebraucht, was dann durchaus schon mal dieses Geld wert ist. Es lohnt sich wesentlich mehr als dann Bulkkarten zum Beispiel in großen Mengen für 1 Cent zu kaufen, das alles durchzusortieren und dann zu listen. Der Aufwand und der Kostenfaktor da ist dann am Ende natürlich wesentlich größer. Ihr könnt unter einem Umstand natürlich trotzdem Kamins sortieren und eintragen, und zwar wenn ihr gerade sonst nichts anderes als Arbeit zu tun hättet. Wenn ihr euch entscheidet zwischen ich setze mich hin und schaue Fernsehen oder aber ich setze mich hin, schaue Fernsehen und sortiere dabei Kamins, könnt ihr natürlich immer auch Kamins sortieren, weil ihr ja so oder so in dem Moment ansonsten kein Geld verdienen würdet. Das ist eure Entscheidung, ob ihr diese extra Arbeitszeit reinstecken wollt. Doch das hier ist eine relativ leichte Methode, um sein Inventar leicht höher zu kriegen. Eine weitere Sache, die ihr machen könnt, um im Stock zu wachsen oder aber um möglichst viel da zu haben, ist, ihr könnt auf Sell Products gehen und könnt dann Bulk Listing auswählen. Wir wollen jetzt gerade allerdings nichts listen, sondern wir wollen etwas kontrollieren. Wir gehen nämlich hier jetzt, sage ich mal, auf die Megatin von 2015 und schauen uns dann alle Commons an. Oh. Ich bin nicht aufs Megapack gegangen, sondern auf die richtige Megatin. Wir wollen uns natürlich aus dem Megapack die Commons anschauen. Und jetzt dauert es ein wenig, bis es lädt, weil es eine ganz schöne Liste ist. Wir gehen jetzt auf Check All und gehen dann hier bei Preisen auf meinen persönlichen Preis, auf meinen. Jetzt gehen wir auf Modify All Selected. Und jetzt können wir sehen, welche Karten wir aus diesem Set nicht mehr online haben. So sehe ich, dass ich hier ein, zwei Lücken habe. Und diese Karten können wir jetzt auswählen. Wir gehen hier zum Beispiel auf Unizombie, machen diesen Unizombie in einem neuen Tab auf und suchen uns noch ein paar andere Karten raus. So könnte ich jetzt hier noch den Fluffy Bear nutzen, der gerade nicht mehr online ist, dann Artefakt Lancer oder aber noch Galaxy Tomahawk, interessant, auch nicht mal online. Gut, diese Karten können wir jetzt alle auswählen. Wir gehen dann auf eine andere Seite und gehen auf das Wands-Tool. Wir können uns hier jetzt eine neue Liste anfertigen, die dann zum Beispiel MP15 Wands heißt. Und in diese MP15 Wands könnt ihr die Karten, die euch fehlen, reintun und dann später über das Wands-Tool genau diese Karten gezielt nachkaufen. Ihr könnt auch mehrere Wands-Listen für mehrere Sets anfertigen und das Inventar einzelner User mit genau diesen Wands-Listen abgleichen, um gezielt für einen wesentlich günstigeren Preis Karten, die euch in eurem Stock gerade fehlen, nachzukaufen und direkt nachzulisten, sodass ihr nicht den Aufwand habt, diese Karten irgendwo erst raussuchen zu müssen. Und das Ganze ist dann natürlich relativ angenehmer. Ihr dürft nicht vergessen, dass ihr trotzdem am Ende noch die Arbeit habt, diese ganzen Karten in euer eigenes Inventarsystem einzuordnen. Ihr könnt natürlich gerade bei größeren Nutzern oder aber kleinen Gewerblichen, die Karten noch für 2 Cent anbieten möchten, dazu schreiben, dass die Karten doch bitte sortiert gesendet werden. Das ist jedoch eine Sache, die nicht viele User machen werden, sondern höchstens, wenn sie den Stock so oder so schon sortiert haben. Das ist dann nochmal ein Schritt, wie ihr das Ganze leichter in euer Inventarsystem einflechten könnt. Nichtsdestotrotz spart ihr euch so die Vorsortierarbeit und das Listen. Ihr müsst die Sachen quasi nur noch in euer eigenes System einordnen. Das war es dann jetzt auch schon wieder von mir. Das Video ist jetzt heute nicht so lang wie ein paar andere Videos. Das macht aber nichts. Ich würde ganz gerne am Ende noch darauf hinweisen, dass ich um 19 Uhr heute auf Twitch wieder streamen werde. Wir haben jetzt 2 Streams ausgesetzt, aber heute wird wieder normal gestreamt. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Ansonsten würde ich sagen, ich bin Alex von Rising Time. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls nicht, schreibt es mir unter in die Kommentare und gebt dem Video einen Daumen nach unten. Ansonsten, falls ihr bei mir noch Karten kaufen wollt, CardMarket Shop und eBay sind unten in der Videobeschreibung. Das war es dann jetzt auch schon wieder. Wir sehen uns morgen wieder, denn morgen wollen wir etwas mehr darüber reden, was eigentlich so in die CardMarket Top-Platzierung einfließt, damit ihr dort im Ranking höher wächst. Das ist jedoch das Thema für morgen. Macht's gut, habt einen schönen Tag und bis bald. Ciao!